Also, ich bin der Sandro Lütscher, bin 28, wohne im wunderschönen Zürich. Also, ich bin der Henny Toni, komme aus der Lenk. Ich habe mich fürs Hofpraktikum beworben, zum auch mal in eine andere Welt eintauchen und zum herauszufinden, dass es nicht selbstverständlich ist, zum in einen Laden reinzugehen und sich einfach einen Liter Milch zu kaufen. Dass es nicht einfach aus dem Tetrapack kommt. Seit dem 2002 tue ich selbstständig Bauern. Und im 2010 habe ich mit meiner Frau Dehe geschlossen. Und seither tue ich eigentlich mit ihr und mit meinen drei Kindern einen Betrieb führen. Ja, ich finde es gleich, aber erzählt die Frau. Ich arbeite im Hotel Helvetia. Darf ich das sagen? Ja, okay, nochmal. Ich arbeite im Hotel Helvetia als Barchef. Das heisst, ich mache die ganze Planung von der Bars, Abläufe, Cocktails kreieren. Wenn ich an der Bar arbeite, dann läutet mein Wecker, ich sage, zwischen 10 und 11 Uhr. Mein Wecker läutet ein Viertel vor 5 Uhr, 5 Uhr. Also muss ich am Morgen um 5 Uhr aufstehen, wenn ich dann sonst eigentlich ins Bett gehe, wenn ich normal am Arbeiten bin. Darum glaube ich, wird das schon recht eine Herausforderung. Ab Sommer, Winter, Herbst, das ist eigentlich der Tagesablauf, den ich 365 Tage habe. Ich brauche einfach Zeit für mich. Ich brauche einfach meine halbe Stunde oder vielleicht auch mal eine Stunde, um wirklich wach zu werden, mich parat zu machen. Und wenn ich dann irgendwie um 5 Uhr aufstehe und weiss, so jetzt gehen wir melken, ja, dann wird sicher lustig. Ich war gespannt. Ich habe das Video gesehen von Sandro. Und dann war ich so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Ich gehe ab und zu zum Schönheitsdoktor nachhelfen. Mein Ziel ist, dass jeder weiß, von wo das Milch kommt. Tschüss Zürich, jetzt bin ich genug lang da unten im Nebel rumgehockt. Jetzt darf ich endlich in die Lenk und Kühe melken. Ich freue mich mega. Zuerst ein Hindernis.